Mein Name ist Horst Trifflinger, ich bin Vorsitzender des Vereins gegen Rechtsmissbrauch. Dieser Verein existiert seit mehr als 20 Jahren und ich bin Initiator dieses Vereins. Und der Grund war, dass ich erst durch zwei Anwälte geschädigt worden bin. Und als ich die verklagt habe, musste ich feststellen, dass die Justiz diese Anwälte deckt. Vorab möchte ich natürlich noch Herrn Doll danken für die Möglichkeit, hier zu Ihnen zu sprechen. Warum die Einführung des Justizombudsmannes nötig ist? Vielleicht noch ein Satz vorweg. Natürlich müsste es auch heißen Justizombudsfrau, und im Laufe des Vortrages müsste es natürlich nicht nur Richter, sondern auch Richterin oder Richterinnen heißen. Ich spreche aber immer nur vom Justizombudsmann und dem Richter. Die Forderung, den Justizombudsmann einzuführen, ergibt sich aus der Tatsache, dass die Dienstaufsicht über Richter, die im § 26 Absatz 2 deutsches Richtergesetz geregelt ist, fast vollständig versagt. Der Beschwerdeführer einer gerichtlichen Fehlentscheidung, also Urteil oder Beschluss, erhält vom Gerichtspräsidenten ständig der die Dienstaufsicht über Richter ausübt, ständig die gesetzwidrige Antwort, er dürfe wegen der richterlichen Unabhängigkeit die Fehlentscheidung nicht bewerten. Wenn die Entscheidung einmal da ist, dann muss sie auch der Kritik zugänglich sein. Um diesen gesetzwidrigen Zustand zu beenden, ist es geboten oder dringend geboten, die Dienstaufsicht über Richter den Gerichtspräsidenten der fünf Gerichtsbarkeiten zu entziehen und sie auf die neu zu schaffende Position des Justizombudsmannes zu übertragen. Dazu ist es nötig, die entsprechenden Vorschriften im deutschen Richtergesetz und in den Gerichtergesetzen der Länder zu ändern. Nur die Politik kann diese Änderungen im Bundestag und in den Länderparlamenten beschließen und durchsetzen. Meine diesbezüglichen Anträge an die Politik sind bisher als unbegründet zurückgewiesen worden. Angeblich sei eine Änderung nicht nötig. Als Ausrede dient das Scheinargument, dass die Kontrolle im Rechtszug erfolgt. Dass diese Kontrolle aber oft versagt, und dies gilt auch für die Bundesgerichte als Revisionsinstanz, wird von der Politik beharrlich geleugnet. Offenbar scheut die Politik aber die Auseinandersetzung mit der Richterschaft. Die Dienstaufsicht über Richter ist, wie ich bereits ausgeführt habe, nötig, da die Kontrolle im gerichtlichen Rechtszug oft versagt. Dies wird von einsichtigen Richtern, die aber eine verschwindende Minderheit sind, zugegeben. Dies gilt zum Beispiel für den verstorbenen BGH-Richter Dr. Herbert Ahn, der eine sehr gute Begründung für die Dienstaufsicht über Richter in seinem Aufsatz Grenzen der Dienstaufsicht über Richter in der Deutschen Richterzeitung im Jahre 1974 gegeben hat. Und diese Begründung lautet: Die Rechtfertigung und Notwendigkeit einer Dienstaufsicht in der Justiz, der sogenannten Justizaufsicht, folgen aus der Pflicht des Staates, eine sachgerechte Rechtsprechung zu schaffen und zu erhalten. Die Dienstaufsicht über Richter ist deshalb eine ständige Aufgabe, denn es ist kaum anzunehmen, dass, wenn ein befriedigender Zustand erreicht ist, dieser dann andauert. Die Lebenserfahrung bestätigt, dass vormals unbefriedigende Zustände, die beseitigt worden sind, wieder auftreten, wenn die Kontrolle nachlässt oder abgeschafft wird. Die Dienstaufsicht über Richter gilt nicht für Richter und Richterinnen des Bundesverfassungsgerichts und für Richter und Richter der Verfassungsgerichte der Länder. Zwar ist dies zu bedauern, aber unbeachtlich, wenn im zuvor beschrittenen Rechtszug Gesetz und Recht eingehalten und Logik und Denkgesetze berücksichtigt worden sind. Der Grund für das Versagen der Dienstaufsicht
über Richter hat seinen Grund vor allem in der Tatsache, dass die Vorschrift über die Dienstaufsicht, geregelt in § 26 Absatz 2 Deutsches Richtergesetz, vom Bundesgerichtshof gesetzwidrig ausgelegt und angewendet wird. Gemäß ständiger BGH-Rechtsprechung unterliegt der Kernbereich der richterlichen Tätigkeit nur dann der Dienstaufsicht, wenn es sich um eine offensichtliche, also um eine klar erkennbare Fehlentscheidung handelt. Der BGH-Richter Herbert Ahn, den ich schon erwähnt habe, hat in der Deutschen Richterzeitung aus dem Jahr 1978 darauf hingewiesen, dass die Offensichtlichkeit im Gesetz keine Stütze findet. Die Auslegung und Anwendung dieser Vorschrift durch den BGH verstößt gegen den Gesetzeswortlaut und ist somit gesetzwidrig. Dr. Ahn schreibt in seinem Aufsatz Grenzen der Dienstaufsicht über Richter aus dem Jahre 1974, der Richter ist an Gesetz und Recht gebunden. Verletzt er das Gesetz, dann verletzt er seine Pflichten. Die Dienstaufsicht wäre gemäß Dr. Ahn verpflichtet, nicht nur die Beschwerde über eine offensichtlich rechtsfehlerhafte, sondern jede rechtsfehlerhafte Entscheidung zu prüfen und wenn sie begründet ist, Vorhalt und Ermahnung, wie das die gesetzliche Vorschrift vorsieht, anzuwenden. Vorhalt und Ermahnung bedeuten, dass dem Richter seine Fehlentscheidung vorzuhalten und er zu ermahnen ist, künftig gesetzestreu zu entscheiden. Nach meinen Erfahrungen sind die Gerichtspräsidenten nicht einmal bereit, Beschwerden über offensichtliche Fehlentscheidungen zu bearbeiten. Sie teilen dem Beschwerdeführer fast immer gesetzwidrig mit, sie dürfen wegen der richterlichen Unabhängigkeit das Fehlurteil oder die Fehlentscheidung nicht bewerten. Dies ist gesetzwidrig und bedeutet, dass die Vorschrift über die Dienstaufsicht leer läuft. Wenn der Richter weiß, dass er für sein Fehlurteil noch nicht einmal gerügt wird, wie dies § 26 Absatz 2 Deutsches Richtergesetz vorsieht, nämlich Vorhalt und Ermahnung, von strafrechtlichen Konsequenzen ganz zu schweigen, dann wird er nachlässig und zugänglich für gesetzwidrige Einflüsse. Die Folge ist der mehr als bedenkliche Zustand unserer Rechtsprechung. Der ehemalige Richter am Oberlandesgericht Köln, Dr. Egon Schneider, beklagt in der Zeitschrift für die Anwaltspraxis aus dem Jahr 2005 eine Krux, also ein Kreuz unseres Rechtswesens, ist das völlige Versagen der Dienstaufsicht gegenüber Richtern. Welche Rechtsverletzungen Richter auch immer begehen mögen, ihnen droht kein Tadel. Das Versagen der Dienstaufsicht gegenüber Richter bestätigt die Erkenntnis, dass niemand Richter in eigener Sache sein kann. Ich fordere deshalb für den Verein gegen Rechtsmissbrauch, die Dienstaufsicht über Richter den Gerichtspräsidenten zu entziehen und sie auf einen von den Gerichtspräsidenten unabhängigen Justizombudsmann wie in Schweden zu übertragen. Um Missverständnissen vorzubeugen, der Justizombudsmann soll nur die Dienstaufsicht über Richter übernehmen. Er kann und darf natürlich keine gerichtlichen Entscheidungen aufheben oder sie ändern. Auch der schwedische Justizombudsmann kann übrigens keine Urteile aufheben oder ändern. Die Politik wäre verpflichtet, diesen Vorschlag im Interesse der Rechtssuchenden und der Verbesserung der Rechtsprechung umzusetzen. Die durch den BGH gesetzwidrig ausgelegte und somit gegen das Gesetz angewendete Vorschrift über die Dienstaufsicht verstößt nicht nur gegen deren Gesetzeswortlaut, sondern auch gegen Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz, wonach die Rechtsprechung an Gesetz und Recht gebunden ist. Dadurch wird die der Dienstaufsicht auferlegte Verpflichtung
bei Dienstvergehen einzuschreiten, praktisch beseitigen. Diese Handlungsweise, nämlich das Unterlassen der gesetzlich gebotenen Handlung, ist der sogenannten doppelten Rechtsordnung zuzuordnen. Sich selbst und Design misst die Rechtsprechung mit ganz anderen Maßstäben als Außenstehende. Offenbar ist sich der Gerichtspräsident, der einem Beschwerdeführer mitteilt, er dürfe die gerichtliche Entscheidung wegen der richterlichen Unabhängigkeit nicht bewerten, nicht bewusst, dass er damit auch gegen Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz verstößt. Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz bestimmt, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Fast jeder in unserem Land muss sich Kritik an seiner Arbeit gefallen lassen. Die Richter von der Kritik an ihrer richterlichen Tätigkeit auszunehmen, verstößt somit auch gegen diese grundgesetzliche Vorschrift. Der sehr bedenkliche Zustand der Rechtsprechung hat meines Erachtens seine hauptsächliche Ursache in der fehlenden Dienstaufsicht über Richter. Rechtsanwalt Dr. Egon Schneider berichtet in der Zeitschrift für die Anwaltspraxis aus dem Jahre 1999, dass er von Anwälten so viele Berichte über Fehlentscheidungen der Gerichte erhalten hat und noch erhält, dass es von der Menge her fast möglich ist, eine Zeitschrift für Justiz und Recht zu füllen. Diese BGH-Rechtsprechung zur Dienstaufsicht beschädigt den Rechtsstaat und damit einen Teil der demokratischen Ordnung. Auch für die Rechtsprechung gilt die allgemeine Erkenntnis, unkontrollierte Macht korrumpiert. Die Einführung des Justizombudsmannes würde zu zwei weiteren Vorteilen führen. Sie wissen sicher, dass nicht nur der Betroffene, sondern auch eine dritte Person, die von einer begangenen Straftat Kenntnis erlangt hat, diese anzeigen kann. Bekanntlich werden Strafanzeigen wegen Rechtsbeugung von der Staatsanwalt ständig mit Scheinargumenten eingestellt. In der Regel wird dem Anzeigenerstatter mitgeteilt, dass die Voraussetzungen für den Tatbestand der Rechtsbeugung nicht gegeben sind. Dies würde sich ändern, wenn wir den Justizombudsmann hätten. Wenn ihm öfters Beschwerden gegen denselben Richter oder demselben Richterkollegium vorgetragen werden, die begründet sind und die beanstandete fehlerhafte Entscheidung mindestens grob fahrlässig ist, dann könnte der Justizombudsmann diesen Richter oder das Richterkollegium wegen des Verdachtes der Rechtsbeugung bei der Staatsanwaltschaft anzeigen. Es ist anzunehmen, dass die Staatsanwaltschaft die Anzeige des Justizombudsmannes sorgfältig prüfen wird, da er ja bewiesen hat, dass der angezeigte Richter oder das Richterkollegium mehrfach auffällig geworden ist, nämlich durch gesetzwidrige Entscheidungen. Außerdem tritt der Justizombudsmann als staatliche Behörde auf. Die Justiz ist gesetzlich verpflichtet, das ist der zweite Vorteil, die Gerichtskosten niederzuschlagen, das heißt nicht zu erheben oder sie zurückzuerstatten, wenn die betroffene Person eines Fehlurteils dies beweisen kann. Dies bestimmt § 21 Gerichtskostengesetz. Derzeit ist es so, dass ein Betroffener eines Fehlurteils aufgrund eines solchen Antrages vom Gerichtspräsidenten in der Regel die Antwort erhält, diese Vorschrift diene nicht dazu, das Verfahren erneut zu betreiben. Die Auseinandersetzung mit den vorgetragenen Argumenten, die die Fehlentscheidung beweisen, unterbleibt. Diese Ausrede ist dann nicht mehr möglich, wenn der Justizombudsmann den Beschwerdeführer bestätigt hat, dass seine Beschwerde berechtigt ist und er, wie dies die gesetzliche Vorschrift vorsieht, dem Richter seine Fehlentscheidung vorgehalten und ihn ermahnt hat, zukünftig gesetzestreu zu arbeiten. Ich fasse meine Argumente für die Einführung des Justizombudsmanns
Ombudsmannes zusammen. Wenn der Richter weiß, er muss seine rechtsfehlerhafte Entscheidung rechtfertigen, dann wird er sorgfältiger arbeiten, das heißt eher Gesetz und Recht anwenden und Logik- und Denkgesetze beachten. Dies wird die Zahl der Fehlentscheidungen vermutlich beträchtlich reduzieren. Zweitens, Anzeigen wegen Rechtsbeugung durch den Justizombudsmann dürften wenigstens dann Erfolg haben, wenn es sich um krasse Fehlentscheidungen handelt. Dies bedeutet für die Betroffenen, dass es ihnen möglich ist, das ursprüngliche Verfahren wieder aufzunehmen und als dritten Punkt, wenn die Dienstaufsichtsbeschwerde erfolgreich ist und das ist durch den Justizombudsmann bestätigt, müssen die Gerichtskosten niedergeschlagen werden oder wenn sie bereits gezahlt worden sind, sind sie vom Gericht oder von der Behörde zurückzuerstatten. Da sich die Politik bis jetzt weigert, die dringend nötige Einführung des Justizombudsmannes durchzusetzen, sind diejenigen Vereine oder auch Privatpersonen, die sich dafür interessieren und die sich das zu eigen machen, aufgerufen, diese Reform immer wieder anzumahnen. Ich hoffe, dass ich Sie überzeugen konnte, dass die Einführung des Justizombudsmannes dringend nötig ist, wenn sich in der Rechtsprechung etwas zum Besseren wenden soll. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn natürlich noch Fragen da sind, dann bin ich gerne bereit, Sie kurz zu sagen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Vortrag. Es ist so, ich habe auch sehr, sehr viel mit Gerichten und Urteilen zu tun. Ich stehe voll dahinter, hinter dieser Forderung, denn was ich erlebt habe mit Richtern in München oder in anderen Städten, das ist einfach teilweise skandalös. Und man muss sich hier wehren und es ist ein genauso wichtiges Thema, dass wir hier in diesem Bereich eine Kontrolle der Richter weiterkommen. Die Dienstaufsichtsbeschwerde versagt auf allen Bereichen. Es nutzt auch nichts, wenn Sie heute einen Petitionsausschuss anrufen oder den Justizminister des jeweiligen Landes. Es wird alles niedergeschlagen, es bringt nichts. Wir brauchen hier eine neutrale Stelle. Darf ich zum Letzten gleich etwas sagen? Ich höre das oft, dass Leute sagen, ich habe eine gerichtliche Fehlentscheidung und die wenden sich dann an den Petitionsausschuss oder an den Justizminister. Die können tatsächlich nichts unternehmen, weil wegen der richterlichen Unabhängigkeit. Die haben überhaupt keinen Zweck. Wie gesagt, derzeit ist nur möglich die Dienstaufsichtsbeschwerde, sollte man auch machen und dann sollte man unten drunter schreiben, Kopie für den Petitionsausschuss, für den Rechtsausschuss und für das Justizministerium zur Information. Aber da die Dienstaufsicht wegen der gesetzwidrigen Rechtsprechung zur Dienstaufsicht nicht funktioniert, sehe ich nur den Ausweg, diese Dienstaufsicht auf einen von den Gerichtspräsidenten unabhängigen Justizombudsmann zu übertragen. Und natürlich wäre es auch nötig, diese Vorschrift, die die Dienstaufsicht regelt, so zu fassen, dass die Rechtsprechung nicht mehr sich selber begünstigen kann. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unserer Veranstaltung angekommen. Ich hoffe, dass es Ihnen zugesagt hat, was heute vorgetragen wurde. Hier hinten ist noch eine Frage. Bitte. Die Dienstaufsicht darf zwar nicht in richterliche Entscheidung einzugreifen, aber und auch der Petitionsausschuss und die Ministerien, ja, sobald sie eine Strafanzeige gemacht haben, die zurückgewiesen wird, in diesen Vorgang können Dienstaufsicht und Ministerien regeln einwirken. Der Staatsanwalt überliegt nämlich der Weisungsbefugnis der Ministerien. Und wenn Sie da richtig auf die Kacke hauen, Sie müssen das Ganze ganz konsequent tun, dann besteht da die Möglichkeit, dass da eine Änderung erfolgt. Das ist nämlich, das muss man wissen für den Vorgang, dass man sozusagen auf der richtigen Ebene das Richtige tut. Ich kann ganz kurz noch was zu sagen. Ja. Wenn Sie einen Richter anzeigen gegen Rechtsbeugung, wird ja eingestellt.
Dann haben Sie die Möglichkeit der Beschwerde und die Generalstaatsanwalt stellt auch ein. Moment, ich bin noch nicht fertig. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Sie kriegen von der Staatsanwaltschaft immer nur mitgeteilt, Sie haben die Möglichkeit des Klageerzwingungsverfahrens. Das muss man beim Oberlandesgericht durchführen, kostet Geld, bringt überhaupt nichts. Diese Klageerzwingungsverfahren werden fast alle zurückgewiesen. Und weil die Staatsanwälte weisungsgebunden sind, kann man sich natürlich an das Ministerium wenden. Und die könnten natürlich den Staatsanwalt anweisen, Ermittlungen aufzumachen. Bei Richtern und Anwälten passiert das aber grundsätzlich nicht. Die billigen dann die, meinetwegen, gesetzwidrige Entscheidung der Staatsanwaltschaft. Wenn Sie normale Anzeigen haben gegen irgendjemand anderen, eine Privatperson oder eine Firma, da funktioniert das hin und wieder, wenn das im Rechtszug der Staatsanwaltschaft eingestellt wird. Da können Sie sich dann ans Ministerium wenden. Und ich habe das schon zweimal erlebt, dass die mir dann geantwortet haben, wir haben der Staatsanwaltschaft mitgeteilt, sie möge ihre Entscheidung noch einmal überdenken. Wenn sie dazu nicht bereit ist, haben sie uns die Akten zuschicken und wir fällen dann eine Entscheidung. Aber bei Richtern und Anwälten oder auch Staatsanwälten, die sie mal wegen angezeigt haben, wegen Strafbearbeitung im Amt, da passiert so etwas leider nicht. Ja, aber das Interessante ist, wird es dann, wenn man den Richter oder die Dienstaufsicht sozusagen ausübt, wenn die untätig bleibt, den können Sie wieder auf dem Weg der Dienstaufsicht beim Ministerium. Das ist richtig, aber Sie, da kommen Sie kein Stück mit weiter. Ja, aber es geht. Ja, das man ist kann richtig Ärger machen. Das stimmt. Das ist tatsächlich.